meine Süßen, schön, dass ihr auch heute wieder mit eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich hatte euch vor einigen Wochen ja schon mal einen XXL Babygirl Fashion Haul hochgeladen. Und zwar habe ich da ausgiebig bei C&A und bei Ernstings Family geshoppt. Das Video findet ihr im Übrigen unten in meiner Infobox verlinkt, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und da hatte ich euch ja schon angekündigt, dass noch ein XXL H&M Haul ansteht. Und ihr wisst ja, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dass ich jetzt die ersten Ladungen Babywäsche gewaschen habe. Und ich dachte mir, bevor jetzt dieser letzte Schwung in der Waschmaschine landet, drehe ich ganz schnell den Haul für euch ab. Und wenn es euch interessiert und ihr Lust darauf habt, dann bleibt dran. Ich wünsche euch an dieser Stelle viel Spaß bei meinem Video. Mein letzter Newborn-Haul war ja schon sehr, sehr rosa und pinklastig. Das zieht sich jetzt auch wieder ein bisschen durch diesen Einkauf hindurch, aber nicht mehr ganz so extrem, werdet ihr gleich feststellen. Ich weiß leider auch nicht mehr alle Preise auswendig, weil ich die Sachen zum Teil online bei H&M geshoppt habe und zum anderen auch im Geschäft eingekauft habe. Und bevor ich jetzt Ewigkeiten auf den Rechnungen nach den Preisen suche, mache ich es uns einfach ein bisschen einfacher und werde euch alle Preise unten in meiner Infobox ausführlich auflisten. Und falls es euch interessiert, dann könnt ihr dort einfach mal vorbeischauen. Und ansonsten würde ich sagen, lege ich mal direkt los mit den Basics. Zum einen habe ich wieder Strumpfhosen für die süße Maus mitgenommen in der Größe 62-68, also für den Herbst und Winter. Strumpfhosen braucht man ja auch im Verschleiß dann immer. Ich habe hier zum einen solche Zweierpacks. Ich meine, die kosten bei H&M circa 7 oder knapp 10 Euro. Einmal hier so cremefarben. Sehr, sehr schön flauschig, Baumwolle und dann einfach hier nochmal so grau mit solchen süßen Herzchen auch in Creme. Und die sind, wie gesagt, super, super weich. Ich kaufe, finde auch immer die Strumpfhosen bei H&M und finde die ganz klasse. Und dann nochmal so ein Zweierpack, einfach auch nochmal basic grau und rosa natürlich. Kann man da dann auch vielleicht unter einem Kleidchen oder so anziehen. Und ja, wie gesagt, bei Mädchen ist es natürlich immer ein bisschen einfacher zu kombinieren, auch mit Strumpfhose solo getragen oder zu Hause. Und deswegen kommt da auch immer ein Schwung mit in die Einkaufstasche. Dann habe ich solche Lätzchen gesehen und ich finde die einfach vorteilhafter und schöner als solche, ja, wie soll ich sagen, solche Essenslätzchen im Allgemeinen. Die sehen ja nicht mal ganz so schön aus. Und die fand ich einfach sehr ansprechend, weil die haben hier hinten solche Druckknöpfe und zwar in zwei verschiedenen Größen. Also je nachdem, ich glaube, die kann man auch direkt gleich verwenden. Genau, hier steht One Size, also stelle ich mal gleich nach der Geburt und dann auch noch eine Weile. Wie gesagt, kann man verstellen, fand ich sehr, sehr schön. Und wenn die Kleinen spucken oder gerade jetzt eben auch die Milch, man weiß es ja nicht, wie es wird, habe ich hier einmal Cremefarben und hier sind auch mal solche süßen Applikationen. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt. Ich glaube, das ist eine Katze oder ein Bärchen. Ich bin mir gar nicht sicher. Und dann nochmal in rosa und nochmal in so einem Mintgrün. Also ein Dreier-Set. Die waren auch gar nicht so, so teuer. Und deshalb habe ich mir gedacht, nehme ich die mal mit für unsere süße Maus. Ich habe mir auch, glaube ich, noch welche bestellt. Aber die werde ich euch dann in einem anderen Baby-Erstausstattungsvideo nochmal zeigen. Weil auf die Bestellung warte ich noch. Aber die hier sind auf jeden Fall auch schon mal startklar für unsere Prinzessin. Die dann ja auch bald im Sommer, also in wenigen Monaten, das sind nur noch, lasst mich überlegen, 10 Wochen, 11 Wochen, ich bin jetzt in der 30. Woche, je nachdem, wann es eben losgeht. Dauert aber nicht mehr ganz so lange. Gut, dann habe ich so ein ja, Set gesehen, das ich auch mega, mega süß fand. Das besteht aus einem Body, so einem Kurzarm-Body und so einer süßen Leggings. Das ist jetzt Größe 56, kurz am Body, weil sie kommt ja im Sommer und ich hoffe mal, dass es schön warm wird. Das ist ein Wickelbody, finde ich gerade jetzt so die ersten Monate einfach vorteilhafter, weil es einfach schneller geht. Wenn ihr selbst Mama seid, dann wisst ihr ja Bescheid, das geht einfach super easy und man muss nicht immer über die Köpfchen drüber ziehen und ja, kann das einfach ganz, ganz schnell anziehen. Und hier unten auch Druckknöpfe, wie gesagt, mit Punkten, rosa und cremefarben und passend dazu. So eine süße Leggings und die hat hier hinten dran solche Rüschen. Und ich habe, glaube ich, auch von C&A mir damals so eine Hose, so eine Leggings gekauft für die Prinzessin. Und ich finde das einfach so süß, weil diese Rüschen und in diesem Windelpopo, das sieht bestimmt unglaublich zuckersüß aus. Also das, wie gesagt, als Kombination im Set
fand ich total süß in Größe 56, so für die Anfangszeit. Und sieht auch super bequem aus. Dann habe ich nochmal zwei Bodies mitgenommen, normale Little Bodies, und zwar Langarm. Die sind ebenfalls in Größe 56 aus dieser, ich meine, Conscious-Reihe, genau. Einmal hier den in Weiß und mit solchen rosanen Pünktchen, auch Wickeloptik. Und wie gesagt, finde ich einfach für die Anfangszeit besser. Man weiß ja nie, wie das Wetter wird. Deshalb halt auch Langarm mal zur Abwechslung und einfach nochmal so einen rosanen. Und wie gesagt, ich finde das einfach auch toll. Kann man da einfach eine Strumpfhose drüber, drunter oder als Hose eben Hosenersatz anziehen und dann ja, sind die kleinen Süßen eingepackt und kuschelig warm und dann hat man Outfit eigentlich schon. Dann habe ich so ein süßes Kleidchen gesehen. Schaut euch das mal an. Also es ist eigentlich ein längeres Oberteil, sag ich mal. Sieht so aus, rosa, hat solche Herzchen, einmal rosa Cremefarben und so ein bisschen grau. Und ja, ich weiß nicht, fand ich so, so süß, wenn da so ein kleines Bibichen drin steckt. Und hat mir gleich gefallen. Und ich dachte mir, das sieht super aus in Kombination mit dieser Leggings. Die habe ich dann noch gesehen. Die hat hier unten solche, ja, solche Rüschen auch und ist so ein bisschen Stretch. Und die hat solche kleinen, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, also diese Applikation, da gibt es einen speziellen Begriff dafür, aber so ein bisschen luftdurchlässiger. Und wie gesagt, im Sommer in Kombination mit diesem Kleidchen dachte ich mir, oh mein Gott, das sieht bestimmt total knuffig aus. Und dann gucken die kleinen Füßchen da raus. Mega süß, also deswegen musste ich mir die mitnehmen, die beiden Teile. Und dann habe ich noch was in Größe, das war jetzt im Übrigen Größe 56, falls ich das nicht gesagt habe. Und dann habe ich noch so eine Jeans, Leggings, Jeggings, ich weiß nicht, wie man das nennt, mitgenommen in Größe 68 jetzt. Also 4 bis 6 Monate, das ist glaube ich dann eher so Herbst, Winter. Ich weiß nicht, die fand ich einfach auch mega stylisch, weil die hat hier hinten so zwei Täschchen noch. Wie gesagt, sieht so ein bisschen Jeans-Style, Jeggings-mäßig aus, ist cremefarben und hat solche schwarzen, ja, was sind das eigentlich? Ich glaube, Dreiecke-Applikationen und auch so angedeutete Taschen. Voll süß, wie gesagt, ebenfalls mit dem Windelpopo fand ich das sehr ansprechend und musste dann auch noch mit. Und dann habe ich die hier noch gesehen, weil ich weiß nicht, ich wollte unbedingt solche Stirnbänder. Und ich habe keine Ahnung, wo man die sonst herbekommt. Und ich habe die dann gesehen in Größe, ich glaube, die waren 68, meine ich. Also es ist eine Einheitsgröße, diese Stirnbänder. Aber ich finde die halt schön, weil die erste Zeit, also zumindest Finley hatte die erste Zeit überhaupt keine Haare auf dem Kopf. Und ich dachte mir, wenn das bei unserer Maus auch so ist, dass man halt ein bisschen sieht, dass es ein Mädchen ist, solche süßen Stirnbänder. Einmal in Grau gepunktet mit Weiß und so einer Schleife. Dann haben wir hier einfach nochmal Cremefarben. Und rosa. Jeweils so eine Schleife mit dran. Im Dreierpack. Ich weiß auch nicht, wie viel die gekostet haben. 5, 7, 10 Euro, irgendwie so. Aber wie gesagt, die Preise findet ihr unten verlinkt. Und fand ich halt einfach auch süß. Passt dann auch immer perfekt kombiniert zu den ganzen Klamotten, weil H&M hat ein bisschen dezentere Pinktöne, finde ich. Also manchmal so ein bisschen altrosa und dann passt das auch sehr, sehr gut. Dann habe ich nochmal zwei solche Bodies mitgenommen, diesmal allerdings in Größe 68, also wie gesagt Herbst, Winter. Das sind jetzt ganz normale Bodies, die man hier unten einfach aufknöpft, also keine Wickelbodies. Ich weiß gar nicht, ob es in der Größe dann noch Wickelbodies gibt, aber das macht ja nichts, weil wie gesagt, da sind sie ja schon 4 bis 6 Monate alt. Und das hier hat hier oben so eine kleine süße rosane Schleife dran, ganz normal, eben so ein bisschen Feinripp-Optik. Und dazu noch, wie gesagt, war ein Zweier-Set, diesen Body hier aus dieser Conscious-Reihe von H&M. Auch nochmal so eine süße rosane Schleife und dann hier so Blüten in Blau und Rosa und Orange und Grau im Allgemeinen. Langarm und kann man hier unten aufknöpfen im Zweierpack. Muss mit, ich glaube, die waren sogar im Angebot und deshalb habe ich mir die mitgenommen. Ich meine, die waren reduziert auf 5 Euro. Bin ich mir nicht sicher. Preise, wie schon gerade 10-mal erwähnt, unten in der Infobox. Dann habe ich so eine süße, ich glaube Bastenmützen heißen die, gesehen. So sieht die aus. In Größe 62, 68. Also total süß und vor allen Dingen, hier innen ist die auch nochmal so ein bisschen dicker. Also jetzt nicht komplett luftdurchlässig, weil es ist ja dann schon Herbst. Und so eine süße Schleife vorne dran
in Strickoptik und das sieht bestimmt auch mega, mega süß aus. Also ich freue mich dann schon total, die Kleine einzukleiden und ja, dachte, das muss auf jeden Fall mit, diese süße Mützchen. Und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sieht echt toll aus und vor allen Dingen, dass es auch hier drinnen nicht komplett luftdurchlässig ist, sondern noch ein bisschen gefüttert. Dann habe ich noch eine Leggings gesehen, ganz einfach, und zwar die hier. Das ist eine ganz schlichte, dunkelgraue Leggings mit solchen, mit so einem süßen Hasen, der hier schläft. Rosa und cremefarben. Und ich dachte mir, in Kombination mit diesem Pulli, weil der war, meine ich, auch reduziert von 14,99 Euro runtergesetzt. Ich weiß gar nicht gerade wie viel, um 50% meine ich. Und das ist Größe 68 jeweils. Und ich dachte mir, dieser Pulli im Angebot, Größe 68, nimmst du dir auf jeden Fall mit, weil brauchst du ja dann sowieso. Einfach so einen schönen rosa cremefarbgestreiften Pulli. Hier solche Täschchen. Und Druckknöpfe hier oben und eine Kapuze. Also das finde ich einfach super schick. Und der musste auf jeden Fall natürlich auch mit. Und dann habe ich passend dazu eben so eine Leggings gesucht und habe die hier dann gefunden. Und ich dachte mir wirklich, das passt ja von der Farbe her einfach genial. Seht ihr das? Der Hase hier in rosa und beige und hier das hier in Kombination. Fand ich super toll. Die Hose hat gekostet 7,99 Euro. Wie schon gerade gesagt, Größe 68 für den Herbst-Winter, fand ich super schick. Und jetzt kommen wir mal zu meinem absoluten Highlight. Und das Produkt habe ich schon ganz am Anfang geshoppt, als wir erfahren haben, dass es ein Mädchen wird. Habe ich bei H&M auf der Seite geguckt und da war, ihr kennt ja die Sale-Abteilung, wo ihr dann stöbern könnt. Und da habe ich das hier gesehen. Und das war im Sale und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, sieht das schön aus. Aber in Live ist das noch viel, viel schöner. Und zwar ist das so ein Winter-Overall. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wie toll das golden strahlt und glitzert. Und in dieser Steppoptik mit den Herzchen. Also hier oben hat so eine tolle, flauschige Mütze. Aber da ziehe ich dann eh noch meine Mütze drunter an. Und ich glaube, das kann man auch aufknöpfen. Genau, hier sind nochmal Knöpfe. Da kann man dieses Fell, sag ich mal, auch abmachen. Und hat hier so einen Reißverschluss. Und dann ist es hier drin nochmal gefüttert mit Vlies. Richtig schön warm. Und der Reißverschluss zieht sich bis hier unten durch. Und dann hat es solche Füßchen, also solche Schüchchen, die man noch drüber anziehen kann. Und dann nochmal solche Fäustlinge. Und ich fand die Optik einfach so, so schön. Wie gesagt, ich habe das relativ am Anfang schon eingekauft. Aber ich dachte mir, das brauchst du sowieso dann für den Winter. Und das sieht einfach toll aus. Und ich habe das neulich sogar noch gesehen. Also wenn ihr Glück habt, guckt einfach mal im Sale. Das war reduziert gewesen. Super günstig. Also ich glaube von 25 Euro auch auf 50% runter. Und dann hat das irgendwie nur noch 12,99 € oder so gekostet. Und deshalb musste dieser Overall mit. Finde ich hier super schön mit diesen ganzen Herzchen. Guckt euch das mal an. Und da packe ich dann die süße Maus rein in den Kinderwagen, wenn wir spazieren gehen. Und das sieht echt aus wie so eine süße Prinzessin. Also deshalb musste das noch mit. Highlight auf jeden Fall. Und das war es jetzt mit den Sachen, die ich bei H&M für unsere süße Prinzessin eingekauft habe. Es gibt echt nichts Schöneres, sag ich euch, als für die Kleinen shoppen zu gehen. Das ist einfach so, so toll. Und jetzt werde ich die Sachen in die Waschmaschine packen, denn das ist die letzte oder vorletzte Ladung. Das ist eigentlich, ich habe noch einen Schwung zu waschen, aber ich habe gedacht, ich fange bei Zeiten an, weil ja, man muss ja auch gucken, wo man die Sachen alle hinhängt und aufhängt und Platzmangel und so weiter und so fort. Und deswegen kommen die Sachen jetzt in die Waschmaschine rein. Und das war es jetzt heute mit meinem Video für euch. Es steht noch Baby-Erstausstattung auf jeden Fall an mit den Sachen, die wir so im Allgemeinen für die Kleine eingekauft haben. Da seid auf jeden Fall noch gespannt. Und ansonsten sehen wir uns sehr, sehr gerne, wenn ihr mögt, in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, Morgen, Mittag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.